Einen wunderschönen guten Tag bei Mystica TV. Heute geht es um ein Thema, das in der heutigen Therapieszene eigentlich schon seit 10, seit 20, seit 30 Jahren ganz, ganz wichtiges Thema ist. Familienstellen nach Bert Hellinger. Darüber hatten wir noch nie eine Sendung und diesmal habe ich die Ehre, zwei Gäste zu haben, nämlich die Frau von Bert Hellinger, Sophie Hellinger. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und Wolfgang Maiworm, den ihr vielleicht schon kennt, der war schon mal bei uns im Studio, der ganz viel über seine Erfahrungen, seine Arbeit mit dem Familienstellen erzählen wird. Familienstellen. Das ist ein Wort, das mittlerweile vielen, vielen Menschen bekannt ist. Aufstellung, ich stelle mal eben auf. Also etwas ganz Neues, was aber eigentlich ein, wenn ich es richtig verstanden habe, uraltes Wissen ist, das vor langer Zeit Bert Hellinger irgendwie aus Afrika mitgenommen hat. Habe ich das richtig verstanden? Kann man das so sehen? Er beschreibt das anders. Okay. Mhm. Er sagt, das hat mit seiner Arbeit in Afrika nichts zu tun. Ah, okay. Er war ein Afrika-Missionar, Priester, Missionar. Und da hat er einen Seminarbesuch bei den anglikanischen Mönchen. Okay. Mhm. Und das war die Gruppendynamik. Mhm. Und wie er mutig war, hat er sich in den Kreis von diesen Wissenden gesetzt, auf den heißen Stuhl, und wurde dann befragt, was eben sein Anliegen ist. Mhm. Und dann hat er eben kurz geschildert. Und darauf kam die Frage zurück vom Leiter dieser anglikanischen Mönche: Was ist dir wichtiger, der Mensch oder das Ideal? Mhm. Und diese Frage hat ihn nicht mehr in Ruhe gelassen. Natürlich war für ihn der Mensch an erster Stelle und nicht das Ideal. Und so kam dann nach einigen Wochen wieder eine Sitzung und er war wieder auf dem heißen Stuhl. Und dann war, er musste in sich fühlen und da waren eben die Sätze, die gesprochen worden sind. Und dann musste er zusammenfassen, was ist jetzt bei ihm. Mhm. Und dann stand er auf und sagt, ich gehe. Und so war es dann auch. So ging er dann aus der Kirche. Mhm. Nein, er ging aus Afrika, blieb dann in der Kirche noch, wurde dann Rektor in Würzburg und hat dann gesagt, ein Priester zu sein, dieser Beruf ist nicht genug. Man muss ein zweites Standbein haben. Mhm. Jeder sollte ein zweites Standbein haben. Und daraufhin hat er sich nach Wien begeben, in die Psychoanalyse, in die Psychoanalytiker-Ausbildung. Und hat dann auch seine Ausbildung in Wien abgeschlossen, im Wiener Arbeitskreis. Und als er dann in der Endprüfung war, er hat seine 500 Therapiestunden durchgemacht, selbst erlebt. Und als er dann am Ende war bei der Prüfung, konnte jeder etwas vorstellen. Und er hat vorgestellt den Urschrei. Und das war in der Therapieszene bei den Psychoanalytikern nicht willkommen. Und somit wollten sie ihn nicht mehr haben. Mhm. Er sei zu offen, er würde zu neue Dinge hereinbringen und das sei gefährlich. Also ein Pionier und der ist er sein Leben lang, jetzt genau. Auch noch. Und wie er sagt, er gehört keiner Gruppe an, keiner Vereinigung, keiner Therapeutengesellschaft, niemanden. Somit ist er niemanden unterstellt. Und was ja ein ganz wesentlicher Faktor ist beim Familienstellen, das Feld und das Gewissen. Mhm. Also er hatte kein Gewissen zu verteidigen bezüglich der Zugehörigkeit zu den Analytikern, zu den Therapeuten oder zu sonst irgendjemand anderen. Mhm. Aber er sagte dann, seitdem ich aus der Kirche ausgetreten bin, seitdem bin ich wirklich Seelsorger. Mhm. Und erst jetzt kann ich es sein. Ja. Also das heißt, ihm wurde schon früh bewusst, dass wir immer in Feldern uns befinden, Familie, Menschen, mit denen wir in Verbindung sind und sich dessen bewusst zu werden und was diese Interaktionen eigentlich wirklich bewirken, darum geht es. Es ging bei ihm zu Beginn mehr, warum macht ein Mensch etwas, was andere schadet und fühlt sich dabei dennoch gut? Ja. Das war die Frage. Mhm. Mhm. Wie kann es sein, wenn offensichtlich von außen jeder sieht, du richtest Schaden an, und dennoch fühlt er sich als Held und groß. Und da war dann die Frage, was fühlt ein Mensch innerlich? Und das war dann das Gewissen.
Und so hat er sich 8 Jahre lang auf die Spur begeben, das Gewissen zu erforschen. Was heißt es, ein gutes Gewissen zu haben? Und was heißt es, ein schlechtes Gewissen zu haben? Und bei dieser Forschung ist er dann auf die Spur gekommen und hat entdeckt, dass es bestimmte Ordnungen im Leben gibt. Mhm. Universale Ordnungen, die jeder Mensch, egal welcher Rasse, egal welcher Kultur, egal welcher Religion, sich unterwirft. Und zwar freiwillig. Er ist unterworfen und er hat das Gefühl, ich muss es tun, denn wenn ich das nicht tue, dann habe ich keine Zugehörigkeit. Und das war das erste Gesetz. Ich gehöre zu meiner Familie. Ich gehöre zu meinem System. Und was meine Eltern gemacht haben und meine Großeltern, das ist für mich richtig und gut. Hammer. Vielen Dank schon mal für diese Einführung. Ja. Wann bist du dieser Aufstellungsarbeit das erste Mal begegnet? 1982. Okay. Da habe ich Gestaltausbildung gemacht und saß auch auf einem heißen Stuhl, wie das eben zu dieser Gestaltausbildung gehört. Und damals war Bert zwar schon bekannt, also in Insiderkreisen, aber derjenige, der es mit mir seine Zeit in vielfältiger Ausführung gestaltete, diese Aufstellungsarbeit, war ein Dr. Rolf Heinzmann, der Leiter des Gestaltinstitutes, und der arbeitete nach Satir, nach Virginia Satir. Mhm. Und ich muss sagen, das war schon eben für mich total faszinierend und setzte sich dann fort, also das Interesse blieb bis heute. Und ich kann nur sagen, so wie sich eben auch diese Aufstellungsarbeit bei Hellinges weiterentwickelt hat, bedeutete es für mich eben einen riesigen Zugewinn zu sehen, dass wir einmal natürlich immer in einem Feld sind und dass es vor allen Dingen einen wunderbaren Bezug gibt vom individuellen Gewissen zum kollektiven Gewissen. Das heißt also, das Individuelle will eingebettet sein in etwas Größeres Ganzes. Und das fängt bei der Familie an und geht bis letztendlich zu dem, was das Universelle ausmacht. Und würdest du sagen, Gewissen ist dann sowas wie ein unbewusstes inneres Wissen um darum, was es war und was es nicht war? War im Sinne von mit H, oder? War im Sinne mit H, genau. Ja, also ich denke, es gibt so viele Wahrheiten, die dann eben bei dieser Aufstellungsarbeit herauskommen. Das macht die Besonderheit auch der Hellinger-Arbeit aus, dass man wirklich, wie man es sonst nirgendwo findet aus meiner Sicht, das Individuum erfasst. Und zwar in einer Tiefe, die, um die sich viele bemühen, wo sie eben tatsächlich nicht heranreichen, wenn es eben darum geht, eine Hellinger-Arbeit wirklich als Hellinger-Arbeit zu machen und nicht irgend so was Aufgepfropftes, was es ja mittlerweile auch gibt. Also das ist eben nach meiner Erfahrung, um keinem zu nahe zu treten, eben tatsächlich bei vielen, die eben auch Aufstellungsarbeit machen, nicht gegeben. Entweder ist es teilweise manipulativ, dass etwas herauskommen müsste, was man schon im Kopf hat, und dann ist es eben tatsächlich zur Beweihräucherung desjenigen, der Aufsteller ist. Ja. Oder aber es ist einfach so, dass man davon ausgehen muss, dass eben eine bestimmte Einstellung zu der Arbeit gehört. Und das ist ein Begreifen, dass es gut. Eine Verantwortung auch? Eine Verantwortung, also, aber letztendlich. Menschenkenntnis sicherlich auch. Ja, es geht darum, meiner Meinung nach eben tief erfasst zu haben, dass Leben Liebe ist und Liebe eben Energie ist. Und das zu begreifen, hat viele, viele Konsequenzen, unter anderem, dass es Gut und Böse nicht gibt, letztendlich. Aber so helfen, dass es im Einklang ist mit dem anderen und seinem Schicksal und seiner Seele, und dass es so ist, dass er daran wachsen kann und muss, das ist eine Kunst. Also ich habe hier nur 3 Ausstellungen erlebt, was heißt nur. Und da habe ich schon gemerkt, wie unterschiedlich die einzelnen Menschen damit arbeiten. Vor allem, wie der Mensch dann entlassen wird, ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche sind dann irgendwie völlig hilflos und andere, da wurde es, sie haben was verstanden, es hat sich was verändert. Also diese Verantwortung ist schon etwas Besonderes, die ein Mensch haben muss, der das leitet. Ja und nein. Okay. Die Verantwortung bleibt letzten Endes immer bei der Person selber. Mhm. Und niemand kann eine Verantwortung übernehmen. Denn als Aufsteller kann ich
wenn ich wirklich eine gute Arbeit leisten will, wenn man das Arbeit bezeichnen darf, dann muss ich ohne Absicht sein. Ja. Und wie Wolfgang schon sagte, ohne eine Unterscheidung von Gut und Böse. Mhm. Denn wenn ich mich jetzt in den Dienst von einer Person stelle, dann kann ich mich nicht gegen jemand anderen stellen. Dann ist die Aufstellung schon von vornherein vorbei. Also das heißt, ich muss offen sein für das Anliegen, aber ich muss auch heraushören, was will der Klient. Und wenn ich zu seinem Diener werde, indem er mir erzählt, wie schlecht seine Mutter war und wie schlecht es ihm als Kind ergangen ist und was ihm im Leben alles widerfahren ist, und ich nehme sozusagen die Position im Mitleid ein, dann kann ich keine Aufstellung mehr leiten. Ja. Dann ist es schon vorbei. Denn wir wissen, dass alle Menschen etwas unterschiedlich wahrnehmen und eine Mutter kann durch nichts ersetzt werden. Und nach meiner Erkenntnis heute ist eine Mutter auch nie rein zufällig. Mhm. Und wenn sie nicht rein zufällig ist, wogegen will ich mich dann auflehnen? Gegen die Göttlichkeit, die in mir und in meiner Mutter ist, oder wogegen? Mhm. Und dann bin ich schon in einer Position auf der Verliererseite des Lebens. Mhm. Und da möchte ich mich als Aufsteller nicht zur Verfügung stellen. Ja, verstehe ich. Können wir mal für die Zuschauer so dieses grundsätzliche Setting beschreiben, für die Menschen, die das noch nicht so gut kennen? Was heißt Aufstellung und wie geht es vor sich? So einfach mal so in ganz einfachen Beschreibungen. Wer? Ein Klient kommt, ja. So wie Sie jetzt zum Beispiel, und Sie haben ein Anliegen. Es kann ein Anliegen sein für eine Entscheidung, zum Beispiel jetzt, dass Sie sagen, ich habe eine Frau kennengelernt und ich weiß nicht, ob diese Frau, ob das Zukunft hat. Und jetzt bin ich in einem gewissen Alter und ich möchte nicht noch einmal einige Jahre verlieren. Mhm. Hat das Zukunft oder hat es nicht? Mhm. Das kann man sofort sehen. Das ist innerhalb von 10 Minuten. Das heißt, wenn Sie da sind, das können Sie selber machen. Sie stellen sich auf die eine Seite und eine andere Person, die Ihre Partnerin repräsentiert, auf die andere Seite. Und aus der inneren Bewegung sehen wir dann, wohin es in der Zukunft geht. Weil in der Aufstellung, in dem Augenblick, wenn ich jemanden aufstelle, ist die Zeit ausgeschaltet. Mhm. Wir befinden uns sozusagen in einem übergeordneten Feld, wo es weder Raum noch Zeit gibt, sondern nur noch Information. Mhm. Manche bezeichnen es als ein Quantenfeld. Ob es das ist, weiß ich nicht. Oder in einer anderen Dimension, weiß ich auch nicht. Feld der Information, Feld der höheren Dimension, nach Burkhard Heim gibt es ja verschiedene Deutungen. Ja, genau. Mhm. Wie man das auch immer bezeichnen mag. Und dann braucht die Aufstellung Zuseher, und zwar gesammelte Zuschauer. Und ich als Aufstellerin würde dann gesammelt zuschauen. Und wenn die beiden sich einlassen und ihren Kopf ausschalten können, ihre Vorstellung, dann werden sie vielleicht eine Bewegung machen, die gegen ihre innere Vorstellung ist. Bewegung heißt zum Beispiel weg von der Frau? Kleine. Die Frau steht vielleicht so und auf einmal fängt sie mit den Füßen, die Fußsohle zu schwanken und die Spitzen heben sich. Mhm. Also, und das reicht schon, um zu sehen, sie geht zurück. Mhm. Und was auch immer dann die Gründe dafür sind, bleibt offen. Mhm. Ist nicht gut, es ist nicht schlecht. Das heißt, in der Beziehung wird die Frau sich nicht voll und ganz einlassen können, was auch immer ist. Und das wäre dann, wenn der Mann sagt, ich bin damit einverstanden, aber bleibt weiterhin stehen und vielleicht geht er dann auch zurück, dann hat es keine Zukunft. Ja, verstehe. Mhm. Aber es kann sein, dass er das ihn nach vorne zieht, ganz wenig, denn die Körpersprache ist die wahrste Sprache, die es gibt. Der Körper kann sich der Wahrheit nicht entziehen. Mhm. Also da kann es sein, dass er nachgeht und dann geht die Frau vielleicht noch weiter zurück. Das heißt, er wird immer der Gebende bleiben, wenn es zu einer Beziehung kommt und sie wird sich immer zurücknehmen. Mhm. Interessant. Das heißt, der Körper selber reagiert schon mal und wahrscheinlich sind dann auch Gefühle, die damit einhergehen, was dann die aufgestellten Personen auch äußern.
Oder ist es gar nicht so wesentlich? Geht es um den Körper? Es ist nicht mehr so wesentlich in den neuen Aufstellungen, weil sie dadurch immer durch einen Filter der eigenen Persönlichkeit, der Interpretation laufen. Und wenn jetzt ein Wort falsch interpretiert ist, dann wird die Aufstellung schon ad absurdum geführt. Also wir beobachten und wir wissen aus der Quantenphysik, dass jedes Partikel erst durch, wenn wir in eine, zum Beispiel im CERN in die Röhre schauen, da hat man gemeint, ist nichts. Und plötzlich tauchen da Moleküle, Partikel auf. Und dann bleiben die für immer präsent. Mhm. Die verschwinden zwar, aber sie bleiben präsent. Und in der Aufstellung ist das auch so. Dieses Gefühl, was Sie jetzt zum Beispiel erlebt haben, werden Sie nicht mehr vergessen. Mhm. Und aus dem Gefühl, das rede ich Ihnen nicht ein, weil ich nichts sage. Genau. Ja. Sie haben die Erfahrung selbst gemacht, Sie haben Ihre Partnerin gesehen, die Partnerin hat eine Erfahrung gemacht, da wird sich in den darauffolgenden Wochen etwas ergeben. Ja, das ist eben das Spannende. Das wirkt sich auch auf die Personen, die gar nicht im Raum anwesend waren, aber die aufgestellt wurden. Wenn ich jetzt aber ein Gespräch führen würde, ne, was macht die Frau, was ist die Frau, und sie erzählen mir, naja, sie ist deswegen die Richtige, weil, dann ist ja das nach einem inneren Bild. Richtig, auch die eigenen Ängste, eigenen Vorstellungen. Genau. Ich kann ja nicht alles wahrnehmen, was da noch so ist. Und solange wir verliebt sind, haben wir ein Bild und wir sehen die Wahrheit nicht. Richtig, wir können sie nicht sehen. Und erst nach drei Jahren ist der Filter, der sich etwas auflöst. Mhm. Und dann können wir wirklich sehen, passen wir zusammen, haben wir die gleichen Vorstellungen oder trennt sich das? Mhm. Also vor 3 Jahren eine definitive Entscheidung zu treffen, davon würde ich aus meiner Erfahrung abraten. Ah, auch schon mal interessant. Aber nach 3 Jahren sollte man sich entscheiden. Mhm. Entweder bleiben wir, bleiben heißt wir heiraten, oder wir trennen uns, und zwar ganz. Aber diese Beziehung zusammen, das hat dann nicht so eine große Zukunft. Voll. Und da meine ich jetzt, wenn Sie das erlebt haben in sich, was auch immer Sie gesehen haben, das haben Sie gesehen und nicht ich, als Sie die Frau angeschaut haben, was auch immer diese Frau aus ihrem Informationsfeld, aus ihrer Aura Ihnen zugesendet hat und was Sie zurückgeschickt haben, das bleibt eure Kommunikation und das ist eure Verschränkung. Mhm. Also eine Beziehung, in der Sexualität stattgefunden hat, die bleibt für immer bestehen. Egal, ob das jetzt zwischen Mann und Mann, zwischen Frau und Frau oder Mann und Frau, das spielt hier jetzt keine Rolle, sondern das bleibt und das ist ein göttlicher energetischer Akt, der nicht mehr auszulöschen ist. Mhm. Und dafür ist es oft für das weitere Leben sehr, sehr ungünstig, wenn wir mit einem vorangegangenen Partner nicht Frieden geschlossen haben und nicht in Ruhe miteinander sitzen können, die Dinge besprechen, die vielleicht heute noch anstehen. Und darunter leiden dann, wenn es Kinder gibt in einer Paarbeziehung, die Kinder. Und diese Kinder, die setzen das dann fort. Hm. Vielen Dank für dieses schöne Beispiel. Ja. Fällt dir auch ein Beispiel ein aus deinem Erleben, vielleicht eine bestimmte Aufstellung oder von jemand anders, die du beobachtet hast, wo sich etwas verändert hat? Ich spreche am besten mal über die Veränderungen, wie ich sie erlebt habe. Wenn man früher eben tatsächlich nach einer Aufstellungsarbeit interpretiert hat, dann waren eben viele Worte verloren in meinem Sinne. Weil es ist heute, wenn man eben sieht, dass Leben ja Bewegung ist, alles in der Stille ablaufend, in der Tiefe. Stille führt in die Tiefe. Und dann heißt es nur zu beobachten, wie die Einzelnen eben, weil sie berührt sind, von innen heraus reagieren auf das Feld und natürlich eben auch auf den Raum, den man ihnen lässt als Aufstellerin oder Aufsteller. Wenn die sich in dem Sinn dazwischen hängen würden, weil sie eine eigene Vorstellung haben, was da eben richtig wäre oder was falsch sei, was gut oder was böse sei, wäre das Ganze eben, wie man es eben aus vielen anderen Systemen kennt, nichts Besonderes. Aber Hellinger Arbeit ist eben in dem Sinn was Besonderes, weil man offensichtlich immer eigentlich medial gewirkt hat. Aber jetzt
ist es noch näher an diesem Begriff medial dran, weil eben etwas Geheimnisvolles eben in der Stille der Arbeit auch drin liegt. Und von daher hat jeder sein eigenes daraus zu nehmen. Und es ist nicht eben eine Lehrmeinung, die man darüber bringt. Eine Ordnung der Liebe, wie sie der Bert eben mal eben tatsächlich formuliert hat, gilt natürlich trotzdem. Die gilt immer wieder. Aber die Frage ist, wie finde ich für mich heraus, wie ich in dieser Ordnung eben existiere? Wie bin ich? Und was habe ich für Entwicklungsmöglichkeiten aus dieser Ordnung, die Gesetz ist, heraus? Ja. Also es geht, wenn ich es richtig verstehe, gar nicht so sehr ums Fühlen, sondern noch mehr um die Erfahrung, was ich da erfahre. Und das ist einfach etwas, was in mir dann die Antwort schon ist? Es ist der Beginn der Antwort. Mhm. Es ist ein neues Bild, das entsteht. Denn wenn Sie jetzt zum Beispiel mit einer Frau gegenüberstehen, Sie hatten ja ein anderes Bild. Sie ist die ideale Frau und die will ich haben. Was auch immer in Ihnen wirkt, warum diese Frau die ideale sein sollte. Aber im Inneren weicht die Frau zurück und dann sehen Sie, dann ist der erste Filter schon, die erste Verliebtheit, die so Feuer und Flamme ist, die geht in die Tiefe. Und dann, wenn das erlebt ist, dann kann man sehen, folgt eine Liebe auf den zweiten Blick oder bleibt es bei dem ersten Blick? Denn was oft Hintergründe sind, wenn eine Frau ihre eigene Mutter nicht achten kann, dann ist die Beziehung bereits weitgehend eingeschränkt. Denn ohne Mutter im Rücken kann eine Beziehung kaum gelingen. Es ist ein permanenter Kampf. Und dann muss der Mann in die Rolle der Mutter. Und wenn der Mann in der Rolle der Mutter ist, also er muss für die Frau alles tun, er muss immer präsent sein, es ist nie genug und sie sagt, mach mich glücklich. Was soll der Mann tun? Er weiß nicht, was es heißt, eine Frau glücklich zu machen. Aber wenn sie sagt, du, ich möchte heute gehen wir für eine Stunde in den Englischen Garten und wir setzen uns in Kaffee und essen ein Eis. Das ist doch etwas Handhaftes, wo Sie sagen können, ja, das erfülle ich dir gerne. Oder geht heute nicht, aber morgen gerne. Und wenn ein Mann nicht konkret eine Bitte bekommt, glücklich machen ist sehr vage und sehr weit gefasst. Und wenn die Frau denkt, er müsste ja wissen, was ich will, das stimmt so nicht. Ein Mann kann nicht wissen, was die Frau will. Denn eine Frau ist einzigartig und ein Mann ist einzigartig. Und da gibt es so viele Beispiele, die ich jetzt hier aber nicht alle ausbreiten möchte. Aber die erste Voraussetzung ist, wenn ein Mann eine Frau trifft, soll er sie fragen, wie geht's dir denn mit deiner Mutter? Und wenn sie sagt, ja, alles gut, dann lohnt es sich schon, einen nächsten Schritt zu machen. Interessant. Umgekehrt ebenso? Umgekehrt ist es auch so, aber es gibt dann die Söhne der Mutter. Und das kann auch verhängnisvoll sein. Also die bessere Frage an den Mann wäre, wie geht es dir denn mit deinem Vater? Mit deinem Vater, genau. Und wenn der Vater der Richtige ist und der Vater im Rücken des Mannes steht, dann steht einer glücklichen Zukunft nicht mehr viel im Wege. Der Rest, das können die beiden selber machen. Die bilden ein neues System und in einem neuen System gelten neue Gesetze und da wird ein neues Feld aufgebaut. Und wenn ein neues Feld aufgebaut ist, dann sind die beiden in erster Linie, müssen nicht mehr kämpfen. In meiner Familie hat das gegolten und deswegen will ich das in der Paarbeziehung durchsetzen, weil das bei mir zu Hause so war. Und Sie sagen, bei mir zu Hause war es aber so. Also das heißt, dann kämpfen Systeme gegeneinander. Und ich muss mir im Klaren sein, wenn ich einen Partner treffe, ich heirate nie den Partner allein. Ich heirate die ganze Familie. Das heißt aber wahrscheinlich, sollte ich mich zunächst einmal auch von Systemen frei machen, aber mir bewusst werden, dass meine Ahnen immer hinter mir sind, um es mal so zu vereinfachen. Das war zumindest für mich eine der wesentlichsten Erfahrungen in diesen drei Aufstellungen. Da wurde mir erst bewusst, wie wichtig es ist, Vater und Großvater hinter sich zu spüren. Und oft vergesse ich das im Leben. Siehst du das ähnlich? Das ist da. Es ist so, dass ich es in Bild rücken möchte, denn das sind ja unsere Wurzeln. Wir kommen ja aus den beiden, aus Vater und Mutter.
Und meine Erfahrung eben nach 4 Jahrzehnten Astrologie-Beratungstätigkeit, dass ich eben feststelle, es ist unmöglich, eine glückliche Paarbeziehung zu führen, wenn die Eltern nicht anerkannt sind. Mhm. Das heißt also, dass man sie wirklich entsprechend unseres Auftrags, wie wir es eben aus den Geboten kennen, sie ehren. Ja. Und das hat nichts mit dem zu tun, wie sie uns behandelt haben. Sie haben es so gemacht, wie sie es eben konnten. Es geht aber auch nicht darum, uns klein zu machen vor den Eltern, oder schon ein bisschen? Das ist etwas, was ich manchmal noch nicht ganz verstehe. Entschuldigung, dass ich hier unterbrochen habe. Du meinst jetzt also diese bestimmte Technik, wie sie gepflegt wurde, dass eben es bedeutete, dass der Sohn Hauptboy. Ja, das ist genau richtig. Ja. Also es ist ja nur auch wieder ins Bild gerückt, worum es eigentlich geht. Respekt. Die Hierarchie ist klar. Ja. Die Eltern führen, solange eben die Kinder klein sind. Und wenn sie groß sind, führen sie in dem Sinn zwar anders, aber sie sind immer noch jene, zu denen man aufzublicken hat. Aus denen bin ich gekommen. Mhm. So. Und wenn also diese Fragen, wie sie die Sophie formulierte, nicht gestellt sind, wie geht's dir, Mann, mit deinem Vater? Was ist eben dein Hintergrund? Bist du in dem Sinn versöhnt? Oder eben, wenn die Frau eben nach der Mutter gefragt wird, bist du vertöchtert? Mhm. Ja, es ist so wesentlich, dies als Grundlage zu haben, denn sonst kommt man in keine sinnvolle Kommunikation miteinander. Es geht dabei nicht um ein System loszuwerden oder frei zu werden. Das wird man nie. Ein Baum wird auch nicht frei von seinen Wurzeln. Weil er Wurzeln hat, deswegen steht er. Und wenn er keine Wurzeln hat, dann fällt er. Und ein Grashalm steht dort, wo er nachgibt. Nur weil er nachgibt, steht er. Die Frage ist nur, wenn ich als Frau ein neues System, nehmen wir an, wir haben jetzt ein System gegründet, dann kann ich wohl den Rat von meiner Mutter hören und den Rat von meinem Vater, und du hörst dann als mein Partner den Rat von deinen Eltern. Aber was wir dann machen und entscheiden, das bleibt dann in unserer Verantwortung. Also wir gehorchen in dem Sinn nicht, was unser tägliches Leben ist. Wie wir unsere Kinder jetzt erziehen, das bleibt jetzt in unserer Verantwortung. Oder in welche Schule ein Kind geht, bleibt in unserer Verantwortung. Aber dennoch sind die Eltern immer die Eltern. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt dann mit den Kindern, die daraus aus einem Paar entstehen, den Großmuttereffekt. Und der Großmuttereffekt, den kann man nicht leugnen. Der ist in der Wissenschaft ein unbeschreiblicher Fakt in der Epigenetik, was wir jetzt hören. Und dafür verstehen sich auch, wenn die Mütter vielleicht nicht solche Wunschmütter waren mit ihren Kindern, aber sie sind Wunschgroßmütter geworden, weil eben da die Liebe anders fließen kann. Und sie sind einfach glücklich, dass es weitergeht. Und wie geht es weiter? Wenn die Großmutter da ist, immer gut. Und es geht vor allen Dingen, denke ich, darum, anzuerkennen, dass wir herauswachsen aus den Wurzeln. Und das bedeutet, dass es eben sich immer wieder nur darauf zu berufen, dass die Eltern eben das und das an uns verbrochen hätten. Dass sie uns in dem Sinn fehlgesteuert hätten mit irgendwas irgendwie. Dass das eben nicht mehr gelten kann. Mhm. Weil wir sind für uns selbst dann von einem bestimmten Punkt an verantwortlich. Aber diese Verantwortung ist nur in dem Sinn tragfähig bis zur Ausbildung der Krone, wenn die Wurzeln in der Tiefe anerkannt sind. Ja. Und die Eltern haben immer zu jeder Zeit ihr Bestes gegeben. Ja. Ne? Ich denke, das ist auch sie bleiben wichtig, egal. Sich damit zu sie haben das Leben geschenkt und das ist das Wesentliche. Ja. Und ich muss aus meinem Leben das machen, was eben tatsächlich, wenn ich hervorgegangen bin aus ihnen, dann aus meiner Art von Ich-Verständnis bis zum Selbstverständnis hervorzubringen habe durch Bewusstseinsarbeit. Mhm. Und das ist eben das, was Hellinger-Arbeit ausmacht. Es wird dir bewusst, es geht dir durch alle Glieder sozusagen und es ist eben dann natürlich, wie du vorhin gefragt hast, eben auch das Gefühl immer mit aufgenommen, mit eingebunden. Und es ist dann die Frage, wenn ich aber da dran bin, was ist unterschiedlich, meinetwegen entsprechend meiner Erziehung, meine Möglichkeit, es in die Emotion zu bringen. Aber da ist eben dann der Aufsteller, die Aufstellerin gefragt. Bei dem Behandeln, wie ich es bei der Sophie erlebt habe, da werden selbst, das habe ich zuletzt in China erlebt, jene, die zunächst entsprechend ihrer Erziehung Dichter sind, die also verstandesmäßiger orientiert sind zunächst und eben nicht so leicht an ihre Gefühle herankommen, aufgebrochen. Wow. Weil in
jedem, in jedem von uns, egal aus welchem Kulturkreis, ist dieses innere Kind, was befreit werden will, das lechzt danach, das hat Sehnsucht. Mhm. Und diese Sehnsucht sozusagen zu wecken über diese Arbeit, das ist das Wunderbare. Wunderbar, sehr schön. Ja. Jetzt hast du schon den Bogen geschlagen zu etwas, was mich jetzt auch sehr interessiert. Es hat weltweite Verbreitung gefunden und ihr seid weltweit unterwegs. Da hast du Sophie auch begleitet letztens. Vielleicht wollt ihr da mal so ein bisschen erzählen, wie sich diese Arbeit weiterentwickelt hat und was da jetzt für ein Feld schon entstanden ist und noch entsteht. Das würde mich mal interessieren. Soll ich anfangen? Ja. Also ich habe hier nur zwei Fernreisen jetzt begleitet. Ja. Und die Sophie ist ja ständig unterwegs, weil es offensichtlich eben ein Auftrag ist, der in der ganzen Welt offensichtlich ankommt. Es ist wie, als wenn eine Tür aufgemacht worden wäre und jetzt eben der Riesenstrom sich ergießt, eben sowohl in Südamerika als auch eben in den asiatischen Ländern, aber auch eben in anderen europäischen Ländern, außer in Deutschland. Da kann man nochmal speziell drauf kommen, warum wir Deutschen schlafen. Der Prophet im eigenen Land. Das ist eben so etwas, was man schnell bei der Hand hat. Aber die Frage ist, wie kann man denn eben die schlafenden Deutschen, die also wachen Auges sozusagen, jetzt eigentlich dann noch schlafen? Also die haben die Augen offen und sehen nicht, was da eigentlich sich schon längst bewegt hat. Und wenn ich jetzt also zunächst aber mal darüber spreche, was ich in Brasilien erlebt habe. Vielleicht ganz kurz, lass uns kurz bei Deutschland bleiben. Hast du eine Erklärung, warum wir Deutsche uns da ein bisschen schwerer tun? Weil, wir zu sehr im Verstand, im Mentalen? Also das will ich nicht so allgemein sagen, aber es ist so, dass ich da eigentlich eine Vielzahl von Antworten erstmal zu geben habe. Ich kenne den Bert eben aus der Anschauung. Also ich meine, wir sind uns öfter begegnet und das ist ein Mann, der einen klaren Auftrag erfüllt. So, Klarheit ist nicht jedermanns Sache. Bedeutet also meist, die meisten schwimmen so irgendwie was herum und sind so ein bisschen interessiert und fangen was an und gehen nicht dann in die Tiefe. Das bedeutet, dass er eben einen Ruf sich vorübergehend eingehandelt hat, entsprechend dieser Klarheit, dass er rigide sei. Ja, wenn ich im Vertrauen bin zu dem, der wirklich meisterlich arbeitet, dann lasse ich mir was sagen. Dann bedeutet das, dass der darf mich führen bis zu einem bestimmten Punkt. Und dem traue ich auch zu, eine Wahrnehmung zu haben, die da bedeutet, auf der Vielzahl seiner Erfahrungen, jemandem zu sagen, also jetzt spielst du mit mir und jetzt raus, so ungefähr. Ich lass nicht mit mir spielen, denn das ist eine ernsthafte Arbeit. Wenn es dir wirklich um dich geht, dann hör zu, schau zu, nimm wahr, was sich wirklich in dir bewegt und beurteile nicht das Außen allein, so ungefähr. Mhm. Was aber in Deutschland üblich ist. Mhm. Wir sind total verbildet, wir sind sozusagen von unseren ursprünglichen Werten momentan weit entfernt. Mhm. Und das bedeutet einfach, dass wir hinterherhinken, wenn es darum geht, wahrzunehmen, dass das, was wir vorübergehend anerkannt haben, was eine gute Arbeit von Sigmund Freud und von C.G. Jung war, jetzt von Bert Hellinger und Sophie Hellinger aufgenommen worden ist und dass man die eigentlich in einem Atemzug nennen müsste, wenn wir wach wären dafür. Mag sein, dass es kommt. Also das kommt mit Sicherheit, weil es ist letztendlich ja nicht aufzuhalten. Ja. Der Zeitgeist gibt es ja vor. Ja. Und wenn ich also dann doch wieder jetzt auf sehr das gerne komme, was ich erfahren habe in Brasilien und in China, wo die Temperamente ja ganz unterschiedlich sind. In Brasilien sind sie sozusagen mit dem Feuer ausgestattet, sofort in Begeisterung sozusagen es übergehen zu lassen. In China war es aus meiner Sicht also erstmal ungeheuer schwierig, weil es ist so erstmal eine bestimmte Distanz wahrnehmbar. Aber dann ist es so, dass eben offensichtlich diese Energie im Feld sich so gleichmäßig ausbreitet, dass bei den Arbeiten und nicht nur einmal, wenn dann eben ein bestimmtes Ergebnis da ist, was sich in Bewegung ausdrückt, 950 Leute, die da in einem Saal waren, miteinander heulen, weil sie berührt sind. Ja. Und das ist es eben. Was rührt uns heute überhaupt noch an? Wir haben so viel Verkleistertes eben, was uns eben vermeintlich eben Wichtiges sein sollte. Dieses ganze politische Geschwafel beispielsweise etwas. Nein, hier geht es darum, kümmere dich wirklich eben um das, was dich als Individuum ausmacht und wie du eingebettet bist in ein Kollektiv, was in Deutschland heißen könnte, sich wieder zu erinnern, dass wir mal
berechtigt ein Volk der Dichter und Denker genannt wurden. Heute sind wir Schlafmützen. Wir sind jungfräulich angepasst und sind nicht mehr eben offensichtlich auf dem Sprung in etwas Neues, Weiterführendes. Zumindest, schade drum. Zumindest noch nicht global, aber viele einzelne Personen sind es ja schon in Deutschland, die da voranschreiten und wieder was bewegen wollen. Du bist so in der Szene drin. Ja. Es wiederholt sich nicht eben auch in der sogenannten ESO-Szene alles? Es wird doch nur noch nachgebacken. Es gibt doch gar keine neuen Impulse mehr. Also neue Impulse, kann Mystica TV in der Weise aufrühren, dass ihr eben meinetwegen Leute, die wenigen Ausnahmen, die es da gibt, vorstellt. So machen wir das. Wer hört's? So planen wir das. Naja, wird immer mehr. Also, nein, das ist schon recht. Du kennst ja auch viel, bist Jahrzehnte unterwegs. Du kannst es beurteilen. Aber Sie sind nur wirklich schon sehr, sehr viel unterwegs. Würden Sie sagen, okay, es gibt doch sehr viel mehr, was wir als Mensch gemeinsam haben, egal woher wir kommen? Wenn man eben jetzt mal diese Unterschiede sieht, Brasilien, China, Deutschland. Ja, es gibt überall das Gleiche. Es gibt überall eine Not. Ja. Eine seelische Not. Es gibt überall Schicksal. Es gibt überall Liebe. Und es gibt überall Ablehnung. Und es gibt überall den Wunsch, glücklich zu sein. Das haben wir alle gleich. Und ich denke, ob das jetzt das Interessante ist, wenn sich in Brasilien zum Beispiel etwas zeigt, dass dann in China zum Beispiel oder im asiatischen Raum der nächste Schritt möglich ist, so als wären die dabei gewesen. Also das ist ganz sonderbar. Und da meine ich, dass wir in der Bewegung sind oder uns dahin bewegen, dass eine neue Menschheit generiert wird. Die alten Werte greifen nicht mehr. Es sind neue Werte gefordert und die Kinder lehren uns und zeigen uns das. Dafür gibt es auch die Hellinger Pädagogik, wo mit neuen Lernansätzen in den Schulen unterrichtet wird. Dringend nötig, ja. Denn das alte System ist überholt. Ja, absolut. Schon und die Kinder, die neuen Kinder, die fühlen anders. Man kann sie zwar wieder reduzieren, auf so wie wir reduziert worden sind in der Schule, aber die lassen sich das meistens nicht gefallen. Und dann kann man sie vielleicht vor die Tür hinausstellen, einige Zeit lang, oder man kann die Schule wechseln. Aber das Kind zahlt den Preis und für die Eltern ist das Kind das Kostbarste, was sie haben. Und ich denke, dass viele Eltern aufwachen und sagen, es muss ein anderes System her. Ja. Ja. Und was wir in Brasilien sehen, da gibt es ja jetzt da war ein Riesenbericht in der Zeitung, das hat geheißen, ein Deutscher revolutioniert die brasilianische Justiz. Wow. Und das heißt, ein Richter hat in seinem Gerichtshof begonnen, mit Erlaubnis des obersten Gerichtshofes Aufstellungen für die Prozessierenden vorzustellen. Und da gab es das Ergebnis. Wir wissen, in Brasilien dauert ein Rechtsstreit in der Regel 5 bis 15 Jahre und die Akten stapeln sich und sie sind einfach überfordert. Und mit den Aufstellungen, da lädt dann ein Richter 100 streitende Parteien ein. Wenn nur einer kommt, oder manchmal kommen beide, und da macht er vielleicht in 2 oder 3 Stunden 2 Aufstellungen, erklärt, worum es geht, und 2 Aufstellungen. Und danach sind alle Anwesenden, die da waren, wenn nur einer da war, gibt es ein Schlichtungsverfahren in 75%. Wenn beide da waren, ist die Schlichtung von 95%. Also sie sind sozusagen diese langwierigen Streitereien, wo die Kinder hin und her gerissen werden, Besuchsrecht, Sorgerecht, bei wem darf das Kind bleiben, da wird das Kind geschützt und das Staatswesen, das Rechtswesen hat das anerkannt und hat uns jetzt gebeten, ob wir eine Ausbildung für Richter, Staatsanwälte, Anwälte und Mediatoren durchführen. Der erste Ausbildungszyklus ist bereits abgeschlossen, der hat 2 Jahre gedauert. Und jetzt machen wir mal überall Kurzeinführungen für alle Richter an unzähligen Gerichtshöfen in Brasilien. Und mit einem unglaublichen Erfolg. Man könnte zwar sagen, naja, Brasilien, wie ich gehört habe,
Und das ist ja das letzte Land. Hat jemand gesagt? Ja. Da ist man schnell mit der Wertung da. Das möchte ich so überhaupt nicht sagen. Brasilianer sind sehr tief offen und sensibel und angebunden an das Spirituelle, wie kaum irgendwo jemand in der Welt. Schon allein mit ihrem Heilwesen, was sie dort alles haben. Die Natur-Spiritualität ist noch sehr viel stärker. Und der Präsident damals hat ja keine Entscheidung, damals Kubitschek, keine Entscheidung gemacht, ohne nicht sein Medium zu befragen. Und da gibt es ganze Städte, die Medienorte sind, wo die kleinen Kinder schon ausgebildet werden. Also so möchte ich das nicht sagen. Und dann gibt es natürlich ganz arme Leute, aber es gibt auch so viele reiche Leute wie kaum irgendwo in der Welt. Aber das ist ja nicht, was wir als Thema sehen, sondern das Thema ist, wenn das Familienstellen im Rechtswesen greift, dann greift es jetzt bereits schon in der Erziehung, war der erste Erziehungskongress mit dem Ansatz von der Regierung ausgerichtet. Also da ist was Nächstes im Gange. Und dann die Pädagogik und dann natürlich Business, Wirtschaft. Und demnächst Wissenschaft sicherlich auch, oder? Ja. Also es muss ja eigentlich dann dazukommen noch. Es ist ja ein Standbein, was dazugehört. Also ich bin jetzt gerade dabei, das Buch Wissenschaft und Familienstellen fertigzustellen, wo sich das trifft, wo sich das überlappt. Wo das bestätigt wird. Denn vor 10, 20, 25, 30 Jahren konnte man das Ergebnis von einer Aufstellung glauben oder nicht. An der Wirkung hat man es ja gesehen. An der Wirkung hat man es gesehen. Aber jetzt kann man ja sagen, wo hat Bert Hellinger das hergenommen, was jetzt wissenschaftlicher Fakt ist, wo hat er das her, wieso hat er das damals schon angewendet und wieso kommt die Wissenschaft erst jetzt hinterher? Und das heißt nun mal, wie er auch sagt, wir kommen zwar aus unseren Eltern, doch die Vererbung ist 5 oder 10% in den Genen. Wie auch die Epigenetik heute bestätigt. Genau, und den Rest macht das Umfeld. Also sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Und so in diesem Sinne gibt es da, und für Business natürlich, Wirtschaft, Business ist ja ein wesentlicher Faktor, Politik ein wesentlicher Faktor. Wir haben viele Politiker, die keine Entscheidung machen, bevor sie sich das nicht anschauen. Und wenn wir die Aufstellung in diesem Sinne machen, dass wir uns zurücknehmen, wir keine Absicht haben und wir nichts forcieren, dann ist das Ergebnis 1:1 übertragbar. Und wir können nicht auf der Verliererseite sein. Toll, wunderbar. Also eine großartige Vision. Ja, und so kann man Zeit sparen. Oder vielleicht, es hat schon eine Zeit lang gegeben, aber dann ist wieder zurückgegangen, dass zum Beispiel Industrie ein Produkt, man kann ein Produkt mit einer Aufstellung prüfen. Ja. Hat es Erfolg, hat es Zukunft oder nicht? Kann man viel Zeit und viel Geld sparen. Ja. Oder in einem Unternehmen, ist die Belegschaft gut zusammengesetzt? Ist die Führung, hat die richtige Person die Führung? Dann könnte man unglaublich viel erreichen, wer dafür offen ist. Aber es gibt Personen, die offen sind und die schon dieses Wissen in sich wie eingeboren haben. Und da war ich ganz erstaunt, als ich den Geschäftsführer vom CERN in der Schweiz hörte, sage ich, also der hat das Hellinger-Wissen schon mit den Windeln aufgenommen. Wunderbar. Und macht alles richtig, so wie es ist. Ja. Also das ist ja ein unglaublich tolles Plädoyer. Erstens dafür, was man sieht, wie weit wir kommen würden, wenn verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten würden. Die Wissenschaft, die Psychologie, die Forschung. Und zweitens ein Plädoyer, bitte an alle Lehrer und Entscheidungsträger hier in Deutschland, nutzt dieses Wissen, es ist da. Also klar, das ist Pionierarbeit, was Bert Hellinger, was Sie betreiben und in der ganzen Welt verwirklichen. Jetzt haben Sie gesagt, dass sich da auch Entwicklungen gezeigt haben in Brasilien und in China. Würden Sie sagen, wir als Menschheit entwickeln uns auch weiter und heute sind vielleicht ganz andere Arten dieser Erkenntnisprozesse möglich als noch vor 30 Jahren? Das ist eher eine philosophische Frage natürlich. Immer ja und nein. Denn in erster Linie geht es darum, solange ich kein gutes Essen habe und kein gutes Bett habe, brauche ich mich nicht um spirituelle Dinge zu kümmern. Das ist das Naheliegendste.
doch können wir auch übersättigt werden. Mhm. Und wenn wir übersättigt sind und alles haben, dann kommt wahrscheinlich die Frage, das sehe ich in China oder überall in der Welt, reiche Leute, die sagen, ich habe jetzt alles, viel mehr als ich brauche. Ich kann das gar nicht verbrauchen, aber innerlich fühle ich mich leer. Mhm. Also, und da habe ich noch einen Hunger, gibt es noch etwas anderes? Und so haben wir jetzt glücklicherweise auch in China eine Firma getroffen, die sagt, ich habe so viel erreicht, ich habe Immobilien in der ganzen Welt, ich besitze alles, 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 ich brauche nichts mehr, aber mir fehlt jetzt noch etwas. So, und dann habe ich euch gefunden, ich unterstütze euch. Die Frage war, gründen wir eine Firma in China, ja oder nein? Wir könnten das gar nicht, denn wir Deutsche oder ich hier würde sagen, Deutschland ist alles sehr, sehr langsam. Hm. Das ist alles, wie ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, ich fühle mich hier in Deutschland wie in einem Altenheim. In China ist alles schnell, schnell, schnell. Man hat das Handy dort mindestens 15 bis 16 Stunden am Tag zur Seite. Und wenn ich nicht innerhalb von 10 Minuten antworte, dann bin ich schon weg. Also nicht, dass ich am nächsten Tag antworten könnte. Und die Menschen arbeiten auch so. Und da geht es in erster Linie dort um Geld, Geld und Erfolg. Mhm. Das ist dort. Aber deswegen gibt es auch so viel Erfolg. Und wenn wir die Städte dort sehen, es ist tipptopp sauber alles und so meine ich. Und in diesem Sinne, mit diesem mehr wollen, mehr erreichen, glücklicher, kommen die auch in die Aufstellung hinein. Sehr spannend. Ja. Lass uns zum Abschluss noch mal so ein bisschen das abrunden. Sie haben vorher erwähnt, dass da auch ein neuer Mensch am Entstehen ist. Wie würden Sie diesen neuen Menschen beschreiben? Vielleicht Frage an Sie und Frage an dich. Was hilft uns wieder in diese Verbundenheit, in dieses Eingebundensein zu kommen, was wir aus der Aufstellung gelernt haben? Der neue Mensch und wie können wir uns wieder einbinden in alles? Also ich gehe mal davon aus, dass es erstmal wichtig ist, und das sehe ich ja in meiner astrologischen Tätigkeit, zu wahrzunehmen, was macht meine Einzigartigkeit aus? Mhm. Und die gilt es eben tatsächlich herauszukristallisieren. Mhm. Wie werde ich sozusagen zu einem reifen Früchtchen? Und dann ist die Frage, wie immer auch da ein bildhaftes Verständnis zu entwickeln, was mir dann hilft aus dieser Bebilderung, was macht man mit reifen Früchtchen? Wenn ich eben an einem bestimmten Punkt bin, dass ich wahrnehme, ich bin ein Mann, dann fehlt mir was entsprechend des ursprünglichen, eben paradiesischen Geschehens. Also suche ich mir ein Gegenüber, etwas Andersartiges erstmal. Das kann eine Idee sein, das kann eine Frau sein. Bedeutet aber in jedem Fall, in dem Moment, wo ich eben diese Idee aufnehme, dass da tatsächlich erstmal was fehlt, dass ich überhaupt noch diese Frage stelle und mir nicht selbst sozusagen gefällig bin, bedeutet das, dass ich einverleibt werde. Sozusagen nicht als Früchtchen vom Baum fallen und nichts passiert, sondern... Genau, das ist ein Riesenprozess der Vermahlung bzw. der Vermählung. Und dann heißt das eben, ich komme mit Sicherheit, wenn ich da mich einlasse auf ein Gegenüber, auf etwas Andersartiges, nicht mehr so heraus, wie ich reingekommen bin. Man kann in der Regel davon ausgehen, und das können wir aufnehmen, entsprechend dem, was wir als positiv oder negativ beschreiben, dass da immer Scheiße rauskommt. In dem Moment, bei diesem Vermahlungsprozess kommt immer etwas heraus, was aber bei klugen Leuten so anerkannt ist, dass man sagt, das ist der Dung, auf dem man etwas Neues aufbauen kann. Mhm. Also jede Art von Beziehung bringt einen bestimmten Dung hervor. Und wenn man eben enttäuscht ist und nach 3 Jahren sagen muss, es hat seine Zeit gehabt und tschüss, dann hat man trotzdem eben etwas als Erfahrung verinnerlicht, hat einen, im besten Fall, das ist dann nochmal ein Schritt, eine Erkenntnis daraus gewonnen und kommt über auch das, was das Frostige ist, über sozusagen seine eigene Winterzeit hinweg und glaubt daran, dass es einen neuen Frühlingsgedanken gibt, dass es weitergeht, dass es eben nicht etwas endgültig gibt. Der neue Mensch ist also ein Hoffnungsträger insofern, dass er im Vertrauen darauf ist, dass eben in diesem Zyklus des Lebens immer wieder es um Transformation geht und dass es immer wieder eine Erneuerung gibt und dass es eben tatsächlich wesentlich ist, immer noch tiefer zu schauen. Eine Hellinger Aufstellung bringt einen bestimmten Aspekt. 100 haben verschiedene Aspekte eben aufgenommen und von daher hat man auch nie genug.
Man muss nicht unbedingt Hellingearbeit in diesem Sinne dann machen, aber es bedeutet in jedem Fall, dass ich, wenn ich vergleiche, was es gibt, bei den vielen Referenten, also gerade in den Zentren, die ich hier aufgebaut habe, erlebt zu haben, kann ich nur sagen, es gibt momentan keine Arbeit, die so wesentlich eben mir auf die Spur kommt und in der Lage ist, einen neuen Menschen eben hervorzubringen. Was dann heißt, einen bewussteren Menschen, selbstbewussten, selbstverantwortlichen, aber auch nicht nur eben im Sinne dieser Erweiterung, dass man seinen Wesenskern in die Schale wirft, sondern dass man sich auch bezieht auf das größere Ganze, dass ich im Dienst bin für das große Ganze. Und das heißt also, für mich im Bild, ich bin eine wertvolle Perle. Ohne mich geht nichts in dieser Welt, aber ohne dich auch nicht. Aber das größere Ganze in dem Sinne ist die Perlenkette. Das heißt also, wir verbinden uns mit denjenigen, die gleichermaßen aus dieser Art von Selbstverständnis das Bewusstsein haben, dass wir zusammengehören, dass wir gemeinsam etwas erwirken können, dass wir mehr sind. Der neue Mensch bezieht sich auf das Große. Und das drücken wir aus, meinetwegen, indem wir sagen, wir müssen Mutter Erde dienen. Das ist viel zu kurz gegriffen. Wir müssen dem Mütterlichen sozusagen, egal auf welcher Ebene, viel, viel mehr Raum geben, als wir das zurzeit tun. Aber auf die Erde selbst bezogen, auf die Mutter bezogen, können wir davon ausgehen, das erlebe ich ja in Lanzarote, in meinem dortigen Zentrum immer wieder, bedeutet es, dass die Erde sich aus sich selbst erneuern kann. Bei einem Vulkanausbruch, wo das Innerste nach außen geworfen wird, wie bei der Arbeit, bedeutet das letztendlich, dass es erstmal aussieht wie Zerstörung. Ja, Zerstörung des Alten. Aber dann gibt es eben in 250 Jahren, und das ist Gesetz, insofern ist Augenblick Ewigkeit und Ewigkeit ist Augenblick. Da gibt es dann eben wieder aus dem, was ein Nichts bis dahin war, wo nichts mehr hervorzubringen war, plötzlich eine Art von Blüte, dass alles wieder sich aus sich selbst heraus erneuert. Insofern ist es der Erde egal, wer sie heilt. Wow, du bist nicht nur Philosoph, du bist auch Poet. Danke dir, sehr, sehr schön. Schön. Ergänzung aus Ihrer Sicht, der neue Mensch. Wurde alles ausgedrückt, was ist so Ihre Sicht? Wo geht es im Idealfall hin mit uns? Wenn ich das wüsste, dann müssten wir es nicht mehr erforschen. Wir haben ja unsere Arbeit genannt Hellinger Scientia. Und Hellinger Scientia ist kein Sprachfehler, kein Schreibfehler, weil sich das mit S und C schreibt, sondern es ist eine neue Wissenschaft. Und das ist die Wissenschaft von allen menschlichen Beziehungen. Der Mensch existiert durch Beziehung, ohne Beziehung kann ein Mensch gar nicht existieren und so wächst er auf. Wie das in Zukunft sein wird, weiß ich nicht. Da will ich jetzt auch gar nicht noch hin, dass man sozusagen alles, was da aus der Rippe gemacht wurde, dass man tatsächlich aus einem DNA, aus einem Genom einen neuen Menschen produzieren kann, was ja vielleicht bald mal sein kann, was wir sehen. Aber wenn wir bei dem bleiben, was wir jetzt sehen, ich kann ja nur aus Erfahrung sprechen, wie sich Kinder verhalten, wenn die Mutter schon bei einem Seminar war, als sie schwanger war. Wenn das Kind dann 2 Jahre später mitkommt und die Kinder, wir haben viele Videos, die sind 9, 10 Monate alt, wenn die im Seminar sitzen, die schauen hin und die machen die Bewegung, wenn die Aufstellung für jemand anderen oder für die Mutter ist, die Kinder gehen in ihrer Bewegung in diese Richtung. Die Augen sind groß. Wenn man das sieht, dann sagt man, das ist kein Kind. Das ist eine ganz große Seele. Das hat physisch ist das ein Kind. Aber innerlich kann das kein Kind sein. Denn keiner von den anderen kann so ausblenden und nur in dem Geschehen sein, wie vielleicht ein kleines Kind. Und wenn wir dann sehen, was die alles wahrnehmen, oder in Mexiko, an einer Universität, an der die Hellinger Pädagogik erforscht, anerkannt und auch von der Regierung gewürdigt worden ist, angeboten wird, kam bei einem Seminar ein 14-jähriges Mädchen. Die kam aus Kanada, war noch nie bei einem Seminar und hat eine Rückmeldung gemacht und sagte, ich bin ganz hinten gesessen und es waren vielleicht 1000 Leute da. Da war ziemlich viel Schwarz bei den Menschen herum. Die Farbe war dunkelgrau.
Und oben auf der Bühne, da waren zwei Lichtsäulen im Hintergrund gestanden. Zwei Lichtsäulen. Und wenn ihr gearbeitet habt, dann kamen die Leute hoch und die waren mit dem Dunkelgrauen um sich. Und während der Aufstellung ist das immer heller geworden und heller. Und dieses helle Licht hat sich auf die Teilnehmer hineinbewegt. Und ich weiß gar nicht, sagt sie, was in mir los ist, wie ich es beschreiben soll. Zuerst hatte ich Angst, dass ich das gesehen habe. Aber jetzt muss ich sagen, da muss ich dranbleiben. Ich muss wissen, was da los ist. Wunderschön. Ja. Vielen Dank. Ich würde sagen, es ist ein Also mir ist es noch wichtig zu sagen, dass ich mich sehr freue, dass eben die Initiativen, die wir bei uns eben jetzt ins Leben gerufen haben vor einiger Zeit, nämlich einen Kongress zu machen, Medizin und Bewusstsein, bereichert wird, eben dass jetzt im November, vom 8. bis 10. November, dass die Sophie dabei sein wird und eben viele dann die Möglichkeit haben, eben zumindest im Rhein-Main-Gebiet, im engeren Einzugsgebiet von uns, dabei zu sein. Und es ist also wirklich dann aus dem Verständnis heraus, dass ich Gott sei Dank meinen Frieden noch machen durfte über die Hellinge-Arbeit mit meinen Eltern. Das kann ich weitergeben, dass es deshalb eben ein Herzensanliegen geworden ist, genau diese Arbeit unter diesem Aspekt eben als Herzensanliegen auch weiterzugeben. Und das kann ich machen, weil ich eben jetzt offensichtlich eine Stärkung nicht nur von Vater und Großvater, wie du es gesagt hast, habe, sondern aus jeder Art von Partnerschaft, die ich einging. Ob das mit Lara ist, mit der ich ja eng zusammenarbeite, oder mit Sophie als Beispiele. Ja. Das sind unterschiedliche Beziehungen, die wir haben. Aber sie ist immer jede von Liebe getragen. Dafür danke ich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist diesmal. Ja, mache ich gerne. Ja. Ich kann ja nur so gut ich kann. Bert werde ich nicht ersetzen, sondern Bert. Sie haben ihre eigene unverwechselbare Art. Genau, und dafür meine ich, aber wir geben es weiter, so gut wir können. Und viele sagen, ja, lebt er denn noch? Ja, er lebt und es geht ihm gut. Geht's ihm gut, ja. Es geht ihm gut, hat zwar, wie halt jeder, der 94 Jahre ist, dann und wann mal ein Wehchen, aber es ist mit ihm alles in Ordnung und ich denke... Und es wird sicher nicht langweilig mit ihm. Nein, niemals, denn diese Klarheit, die Wolfgang sagte, er hat keine Gefühlsduselei, weder mit sich selbst noch mit mir, sondern es geht immer zur Sache und auf den Punkt. Cool. Und so wollen wir es auch weitermachen, so gut wir können. Und einmal im Jahr machen wir auch so ein internationales Veranstaltung. Und da sind ungefähr so 50 Nationen dabei. In 6 bis 8 Sprachen wird das übersetzt. Und somit ist die Internationalität, und deswegen kommt auch diese große Nachfrage aus der ganzen Welt. Und da zeigen wir halt, wie es weitergeht und immer das Neue. Schön. Vielen Dank. Also ein Feld der Liebe, was da so entsteht, habe ich das Gefühl. Wunderbar, global gesehen. Das ist das längste Interview, das ich je geführt habe auf Mystica. Aber kein Wunder bei so einem breiten, großen Thema und bei so zwei wunderbaren Gästen. Ich danke euch sehr. Gerne, ganz wunderbar. Gerne. Alles Liebe auch Ihnen. Und ja, schaut euch mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aufstellung nach Bert Hellinger. Wir werden unten Adressen einblenden, wo ihr euch hinwenden könnt. Es lohnt sich. Alles Gute. Bis bald.